Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Besucherinnen und Besucher, es ist ein wichtiges Thema, die gewerbesteuerliche Hinzurechnung. Damit haben wir uns in den letzten 4 Jahren immer wieder beschäftigt. Und ehrlich gesagt macht es mich wütend, dass wir das auch in der 19. Legislaturperiode immer noch müssen. Ich sage Ihnen dazu mal 3 Gründe. Der erste Grund ist, wenn ich den Kollegen und Kollegen, die in der 17. Wahlperiode hier waren, trauen darf, und ich habe keinen Grund, das nicht zu tun, dann war es so, dass diese gewerbesteuerliche Hinzurechnung nicht die Tourismusbranche treffen sollte. Das haben mir immer wieder Kollegen gesagt. Nun ist es aber anders gekommen, und seitdem schwebt über vielen touristischen Unternehmen ein Damoklesschwert. Wie groß das ist, das wird man sehen, wenn am Ende die Rechnung aufgemacht wird. Es gibt Veranlagungen bis ins Jahr 2008 zurück. Da kommen dann wirklich Summen zusammen, die tatsächlich auch existenzgefährdend sein können. Das zum Ersten. Das Zweite, also wie gesagt, der Bund wollte nicht diese Hinzurechnung für die Tourismusbranche. Schlaue Finanzbeamte in den Ländern haben sich aber gedacht, das trifft auch für die Tourismusbranche zu. Und sie tun natürlich alles, um ihre Kommunen zu entlasten. Und das macht mich dann, oder ihnen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, als Kommunalpolitikerin wieder wütend. Denn da gibt es beileibe bessere Mittel. Denken wir nur an die von dem Bund ausgereichten Förderprogramme, wo dann immer an den klebrigen Fingern der Finanzminister ordentlich etwas in den Ländern hängen bleibt, ohne in die Kommunen direkt zu wandern, wo es eigentlich hingehört. Ja, und wir könnten auch hier im Bund darüber nachdenken, dass wir andere Regelungen für die Kommunalfinanzen auf den Weg bringen. Zum Beispiel statt der Gewerbesteuer eine tatsächliche Gewerbewirtschaftssteuer, wo alle sich beteiligen müssen an der Finanzierung für die Kommunen. Das lohnt sich mal, darüber nachzudenken. Und der dritte Punkt, der mich wütend macht, ist die Ungleichheit an sich. Die FDP, Mövenpick-Steuer, haben wir alles hier schon mehrmals gehört. Aber ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt in der Tourismusbranche, die zum Beispiel nicht mal die Aufwendung für den Weg zur Arbeit absetzen können, weil sie einfach so wenig Lohnsteuer bezahlen, dass sie gar keine Möglichkeit der Absetzung haben. Und andere große Unternehmen haben solche Möglichkeiten, ihre Gewinne in andere Länder zu schicken, eben da diese der Gemeinschaft zu entziehen. Und das macht wütend. Und es macht noch etwas wütend, dass nämlich nicht alle reisen können. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen diese Möglichkeit haben. Wir müssen feststellen, dass Schulklassen nicht reisen können, weil einzelne Kinder es nicht aufbringen können, dass sie die Reisekosten erstatten. Das macht mich wütend, und das würde ich mir wünschen, dass es da andere Regelungen gibt, dass wir uns solidarisch erklären. Denn Reisen bindet viele Möglichkeiten mit ein. Man lernt andere Menschen, Länder, Sitten kennen. Und das ist ein echter Weg zur Völkerverständigung. Und das würde ich mir wünschen, dass das tatsächlich auf den Weg gebracht wird. Und ein letzter Wunsch. Wir müssen doch nicht warten, bis der Bundesfinanzhof entscheidet. Warum nimmt nicht der Bundesfinanzminister seine Länderkollegen an die Hand, setzt sich mit ihnen gemeinsam hin und findet eine Lösung für dieses Problem, was schon so viele Menschen so viele Jahre belastet? Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, würden wir die Anträge von der AfD und von der FDP nicht mehr nötig haben. Ich danke Ihnen. Der nächste Redner ist der Kollege Stefan Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen.